Herzlich willkommen zur 40. Folge von Risen. Okay, was haben wir hier? Okay, ich glaube, ich mache die Wölfe zuerst. Auch wenn die scheiße sind und viele. So, gespeichert, dann baller ich die weg. Bam! So geht das, Jungs. Es war gar nicht so schlecht, was ich gemacht habe. Das Einzige, was schlecht ist, dass ich die ganze Zeit keinen Mann habe nach einem Kampf. Voll windig hier. Was haben wir da unten? War ich da unten schon mal? Oh Gott. Bam. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da. Nee, da unten war ich noch nicht. Lol, der läuft mit nach mir. Check das nicht mal. Bam. Runter sollte ich vielleicht auch mal gehen. Zwei Werkzeugbeutel noch. Die bringe ich. Bier. Soll ich das Bier... Ach verdammt, da steht ja jemand. Soll ich das Bier wegsaufen? Was lerne ich als nächstes? Schaden, Explosionsradius und Flächenschaden sind größer, okay. Gut, ja, wenn das Skelett reicht, tut es. Boom. Soll ich mal rennen oder was?
denkst, ja, jetzt wo meine Kumpels tot sind, brauche ich auch nicht mehr weiterleben. Das Sichel wollte er mich töten. Komm, ein Beutel, jawohl. Ein Werkzeugbeutel. Gnome sind schon cool. Schauen wir mal, was mich hier erwartet für einer. Ach, und nochmal. Links, links, rechts, rechts. Jawohl. Dann halt meiner Trank. Hat sich die Reise schon gelohnt. Bald Level up. Oh fuck. Ich spüre, dass er mich killen wird. Glück gehabt. Noch ein Vasallenring. 3 von 6. Machen wir gleich mal ein Nickerchen. Bis zum nächsten Morgen. Da habe ich wieder volles Mana, volles Leben. Mal von vorn. Und nochmal von vorne. Geschafft. Irgendwie war das logisch am Ende, aber. Kleiner Bernstein. Da runter. Echt? Wie das? Nein, da unten war ich noch nicht. Und ich weiß auch warum. Das wird mir automatisch gegeben. Okay, das ist cool. Schau, wie die Bäume, wie die voll verpixelt sind und dann werden die scharf. Geil. Wie schaffst du es, Gegner ins Meer zu werfen? Was machst du für Sachen mit denen? Wie tötest du die? Auf bestialische Art und Weise oder was? Du musst ja voll wegballern dann. Wenn du mit ihm fertig bist. Okay, was war das? Eine Donnerechse, alles klar.
An der Klippe killen, ja, ja. Stimmt, feuerst du die voll. Ja, hast du das. Traue ich dir schon zu, dass du die erstmal grauenvoll quälst, zum Ende erlöst. Haben wir eine Leiche? Noch eine Leiche? Die Armen haben es nicht geschafft. Und nochmal von vorne. Geschafft. Da stehen. Fuck. Ein Feuerball kostet 8 und das Ding kostet 5. Das heißt, sobald ich mehr als einen Schuss brauche, habe ich meiner verschwendet. Alles klar. Wer ist alles ein Verräter? Definierst du das selber, wer ein Verräter ist und wer nicht? Oh, nice. Gegner. Nice. 15 hätten wir schon mal. Nein, Junge, nicht auf den Baumstumpf setzen. Ostküste, okay. Finde ich Schilder auch ganz praktisch eigentlich. Kann ich hier was kochen? Ich habe noch nie was gekocht. Deftige Fleischsuppe. Die ist gut. Was brauche ich dazu? Kartoffeln, Fleisch und Wein. Die ist doch scheiße. Fleischsuppe, die ist gut. Kartoffeln, Fleisch und Zwiebeln. Wein, als ob ich Wein verschwenden würde. Brauche ich für meine Mana-Tränke. Und nochmal von vorne. Wer Dietrich ist denn? Abgebrochen. Wer sagt's denn? Ich bräuchte ein bisschen Fisch, glaube ich. Ich glaube, Fisch gibt Mana. Kann man irgendwie angeln. Ah, fuck, da steht ein Skelett. Ich glaube, einfach auf die zu. Ja. Das weiß ich, weil hier, schau. Siehst du, man braucht Wein. Und da braucht man Wein. Und da, und da, und da. Und für alles braucht man Wein. Also für Mana und Heiltränke braucht man Wein. Deswegen, Wein, kostbar. Kostbares Hab und Gut. Deswegen muss ich eigentlich jeden, den ich finde, den Wein wegkaufen. Was ist das bitte für eine Höhle zur Ostküste? Und
Mehr ist nicht zu holen. Das heißt, du immer 5 kriegst. Plus manchmal seltene Edelsteine, oder? Jetzt mal ehrlich, brauche ich Schmieden als Magier eigentlich? Ich kann doch irgendwie Ringe oder Halsketten herstellen, glaube ich, wenn mich alles täuscht, oder? Scheiße. Bam. In your face. Oh no, mein Licht ist aus. Burgherr. Ah, da ist ein Burgherr, okay. Das finde ich hier noch einen Ring sogar. Geil. Eine Win-Win-Situation. Für mich. Aber muss schon zugeben, ich bin ziemlich gut in. Rückwärts irgendwo entlang laufen. Ich knall nie gegen Wände. Geh her, Burgherr. Komm her, lauf nicht weg. Du Penner. Das ist doch nur eine Falle. Jetzt laufe ich da hin und dann steht er um die Ecke. Scheiße. Genau so habe ich es erwartet. Genau das habe ich erwartet. Achso, es war sogar der Chef, der Chef. Töte Burgherr. Okay. Skelett beschwören, benötigt Siegel 3. Alte Schrift. Skelett beschwören, geil. Ha, das kann ich mir nicht vorstellen. Interessant. Altes Schriftstück. Mein letzter Ausweg. Zeig mir jemanden, der noch keinen Fehler gemacht hat. Doch ich fürchte, dass meiner meinen Untergang bedeuten wird. Der Versuch, mit schwarzer Magie die Kontrolle über die anderen Burgherren zu erlangen, ist leider nur zum Teil geglückt. Denn die Geister verlangen einen tödlichen Tribut. Ich spüre, dass der Preis, den ich jetzt zahlen soll, mich vernichten wird. Ich muss ihnen die Vasallenringe wieder abnehmen und sie zusammenführen. Sonst wird mich ihr Fluch bis in alle Ewigkeit verfolgen. Patroskon. Aha, aha, aha. Er wollte sie kontrollieren, der Penner. Und jetzt? Das war's. Gibt es hier nicht was zu looten oder so? Ja, ja. Dann schlürf mal einen schönen Mana-Trank mal wieder und essen. So ist es. Man versucht die anderen zu kontrollieren und dann verflucht man sich selber. Das kommt davon, Kollege. Oh, fuck. Das ist auch einer meiner Freunde. Das Problem an Ghoulen ist, die sind so schnell. So unfair. Ich steck fest. Danke. Einer von denen hat mich erlöst. Ghoulen sind so schnell. Die sind schneller vorwärts als ich rückwärts. Was ich für unrealistisch halte. Aber da klappt es ja auch. Schnauze. Nein! Ach komm.
Magier ist schon komisch. Also Magier zu spielen ist irgendwie... Ich habe mich endlich gefreut. Lol. Nicht schlecht. 1:0 für dich, cool. Ich habe mich endlich gefreut, dass ich... Ich habe mich endlich gefreut, dass ich blocken kann. So ausweichen, blocken und sowas. Und jetzt kann ich als Magier halt einfach gar nichts. Sonst würde ich immer noch Gothic 3 spielen und mich von ihnen wieder in die Fresse schlagen lassen. Ich komme, ich habe den Sprung erschossen. Das wird länger dauern. Ich weiß jetzt schon, das wird eine lange Ding sein. Hier werde ich noch ein paar Mal sterben, das weiß ich jetzt schon. Schön. Gleich noch einer daher. Schön. Lauf, Junge! Dreh dich nicht um, lauf! Ach komm, ist doch scheiße, Alter. Was soll ich machen, wenn er mindestens genauso schnell ist wie ich? Komm, du magst das Tageslicht nicht. Du bist allergisch gegen Licht. Gegen UV-Strahlen, genau, genau. Hab's gewusst, hier. So. Das waren erst zwei. Da ist noch einer. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ich kann nicht mal so einen komischen. Ich kann nicht mal diesen Schritt zur Seite machen. Also sobald ich den mache, muss ich den Feuerball neu aufladen. Das ist ein bisschen scheiße gemacht. Dreckiger Ghoul. Ja, lol. So einen Schritt nach hinten machen, so quasi, und dann macht er es nicht, wenn ich es will, und dann läuft er noch 3 Schritte normal und dann macht er es. Wenn ich jetzt gestorben wäre, hätte ich mich aufgeregt oder mich getroffen hätte der Ghoul. Gutes Deutsch heute, gutes Deutsch habe ich heute. Mehr ist nicht zu holen. Aha. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Leck mich. Wer kann mir Schlösserknack noch mal beibringen? War das nicht Patty oder konnte sie mir Taschendiebstahl beibringen? Das hat sich gelohnt. Aber ich weiß nicht, ob das Schlösser... Doch, das war Schlösserknacken. Kann sein, ja. Ich sag ja, es war entweder Schlösserknacken oder Taschendiebstahl. Aber ich glaube, Schlösserknacken war es. Ich habe noch gesagt, da brauche ich keine Spruchrolle dazu. Ich glaube, Patty war es auf jeden Fall, ja. Hier kam ich her. Da links war nichts, wie es aussieht. Oder? Habe ich was übersehen? Da war es nur ein einziger Pilz. Vorne ist eine Goldader. Ah, da kann ich rüber levitieren. Ob sich das lohnt? Wir werden sehen. Wo sind die Flügel? Die Flügel? Da sind die Flügel. Yo. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Amulett, Schutz vor Magie. Eile.
Das ist so ein Amulett, mehr Magieschaden, also wäre auch geil. Das hat sich gelohnt. Das ist so bescheuert eigentlich. Licht am Ende des Tunnels. Sega Balle jetzt aus von weg. Bam! Lol. Das ist wieder fucking cool. Nicht sein Ernst, oder? Dass die scheiß Vogel treffen statt den scheiß Ghoul. Den hat's weggeballert. Ah, ich habe schon Level aber erreicht, Mann, das habe ich gar nicht mitbekommen. Gleich in die Vulkanfestung. Gleich in die Vulkanfestung. Aber ich brauche mehr Damage. Alles andere ist unwichtig. Ich brauche nur Damage. Ah, da vorne wohnt der Druide, oder? Kann das sein? Wahrscheinlich schon. Der Einsiedler. Keiler, okay. Ah, da ist noch einer. Bam! Ich habe nicht mehr genug Mana. Da wollte ich meiner Trank sparen. Das für voll viel Leben verloren. Aber das Mensch. Da war ein Mensch. Mal von vorn. Jawohl. Ein Ragu. Ein Ragu. Ah, okay. Hast dich wohl verlaufen, was? Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Ach ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Girga befreien. Das ist doch nur ein Märchen. Von wegen. Das ist kein Märchen. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen.
Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Okay. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Was weißt du noch über den Gürger? Das fragst du genau den Richtigen. Ich bin hier nämlich der Gürger-Experte. Keiner sonst kennt die schrecklichen Dinge, die ich dir über ihn erzählen kann. Weißt du was? Behalt's für dich. Jetzt habe ich ihn seinen Bogen geklaut. Wie soll er mit mir jagen gehen? Okay. Was ist eigentlich dieser Gürger? Wir werden es gleich herausfinden. Ich weiß auch nicht, was das ist. Oder was das sein soll. Das ist schon erfahren, ja. Das befürchte ich auch. So, ich würde sagen, wir beenden mal hier unsere Folge. Und in der nächsten Folge gehen wir mal zum Druiden. Und vielleicht gehen wir dann zum Gürger. Mal schauen. Wenn die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Like und ein Abo da und schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, ciao.